Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Rollercoaster Tycoon 3 und ja, wir machen weiter mit dem nächsten Szenario, das nennt sich Minenberg und ja, folgende Info dazu. Sie haben diese verlassene Goldmine erworben und beschlossen daraus einen Themenpark zu machen, aber heutzutage kann man mit Western-Themenparks kaum noch einen Hund hinter dem Ofen hervorlocken. Können Sie dem Park zum Durchbruch verhelfen und ihn zu einer Goldgrube machen? Das werden wir versuchen. Was das jetzt genau mit Wild zu tun hat, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Wahrscheinlich haben die hier irgendwie ein Kamelgehege oder sonst irgendwie was hingestellt und denken dann, das reicht schon völlig aus, um da das Add-on Wild dann drunter zu klatschen. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Minenbahnen gefallen mir eigentlich sowieso immer ganz, ganz gut. Und ja, dann schauen wir nochmal genau, was die Aufgaben waren. Der letzte Park ging ja ziemlich schnell. Das waren, glaube ich, jetzt nur irgendwie 3 Folgen. Und in unter einer Stunde, da waren wir wirklich richtig flott. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. So, machen wir erstmal auf Pause. Ach, Pferde, natürlich. Wilder Western und Pferden, das macht natürlich auch Sinn. Also, die Ziele für Anfänger. Gewinn aus dem Verkauf von Tieren, 200 Pferd. Ja, kann man schnell erreichen. Ist überhaupt kein Thema. Gesamte monatliche Gehegeeinnahmen von 200, also durch diese Galerien. Und ein Mindestverkehrswert von 50.000. Das ist für Anfänger. Bei Unternehmer müssen wir schon 550 einnehmen, 400 monatliche Einnahmen und ein Mindestverkehrswert von 75.000. Und für den Tycoon 900 Einnahmen, 600 pro Monat durch die Gehege, also durch die Galerien und 100.000 Verkehrswert. Das klingt jetzt auf den ersten Blick auch auf jeden Fall machbar. Und dann haben wir hier, meine Fresse, ist das eine Schlange? Sehe ich auch recht selten. Dann wollen wir hier... Und was ist... Ah ja. Und dann können wir hier eben nochmal ganz kurz mit dieser Bahn fahren. Das interessiert mich. So, am besten irgendwie eine, die vom Start aus jetzt so, wenn möglich, irgendwie fährt. Naja. Also das ist jetzt auch keine richtige Minenbahn, sondern eher so eine wilde Maus, ne? Aber halt so im Holzbaustil. Ja, ist ja eigentlich ganz witzig. Und hier oben? Ach, da haben wir denn die richtige Bahn. Okay, wir können ja gerade mal schauen, was hat die hier für Werte? Oh, sehr gute sogar. Da würde ich sagen, dass wir hier die Schlange vielleicht noch ein bisschen verlängern. Und 5,90 Euro. Meine Fresse, das ist teuer. So, dann haben wir ein paar mehr Leute Platz. Dann haben wir noch diese Bahn. Da können wir doch jetzt aber mal mitfahren. 4,90 Euro. Ach Mensch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn die jetzt auch so gut ist wie die andere, dann haben wir hier wirklich leichtes Spiel, denke ich. So, und wäre schön, wenn sie dann irgendwann mal lostuckert. Ah ja. Ah, und da so Mineneingänge, das mag ich ja, aber das ist halt, ja, zeitaufwendig, sowas zu basteln. Der Anfang ist jetzt noch relativ ruhig. Da ist noch nicht so viel los. So, und jetzt geht's in den Stollen rein. Also ist jetzt auch nicht so super spannend, aber das ist halt so wie so eine klassische Minenbahn, ne? Viele Spiralen.
Und da ist dann auch wieder das Ziel. Ja, ich glaube, hier brauchen wir auch den Anstehbereich nicht wirklich länger machen. Aber da sieht es auch sehr gut aus. Also muss man so sagen, gefällt mir bisher, was ich hier gesehen habe. So, hier haben wir, glaube ich, nur so eine alte Hütte. Die können wir erstmal stehen lassen. Und dann haben wir hier Galerien und Pferde. Da würde ich fast sagen, dass wir das noch so ein bisschen größer machen, nach hinten raus. Und auch ein bisschen teurer. Denn ich schätze mal, wir können hier keinen Eintritt verlangen, so ist es. So, dann ist das das Erste, was wir hier mal machen, dass wir dieses Pferdegehege vergrößern und... Ah, wobei, das kann auch erstmal bleiben. Das kann auch erstmal bleiben. So, wie sieht es denn eigentlich mit den Mitarbeitern aus? Haben wir da welche? Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Die Forschung machen wir erstmal wieder ein bisschen runter. Das ist immer Geld, was man denn einspart. Ja, ein Tierpfleger. Da setzen wir nochmal direkt einen zweiten rein. So, ein zweiter Mechaniker kann auch nicht schaden. Oho, die sind sogar... Ja, zumindest der eine Mechaniker ist hier voll ausgebildet gewesen. So, und dann brauchen wir natürlich noch Putzer. Die werden wir hier auch hinstellen. Damit der Park auch schön sauber bleibt. Und ich glaube, das hier wird auch eine relativ schnelle Nummer werden. Aber mal sehen. Kann auch sein, dass ich mich täusche. So, einer noch. Und dann reicht es auch. So, dann machen wir in der ersten Folge auch immer noch hier diese Futterstände. Da würde ich das ganz gerne so machen, dass wir hier wirklich alle Leute, die hier in den Park kommen und aus dem Park rausgehen, dass wir die hier richtig an der richtigen Stelle hinleiten. Dieser Weg kommt erstmal weg. Und dann können die nämlich hier so durch. Und hier kann man dann... Bankautomaten und so hinstellen. Also. Boah. Alter. Also wir haben hier einiges an Ständen. Das ist übel. Puh, das ist wirklich viel. Dann würde ich es doch so machen, dass wir vielleicht... Dass wir das vielleicht doch wegnehmen hier. Und dass man dann hier vorne... So, dann können wir bei den drei Stellen hier nämlich Erste Hilfe. Dann einmal einen Geldautomat und natürlich noch Toiletten hinstellen. So, und wir sind noch nicht fertig. Hier kommt dann die Information direkt hin. Und da müssen wir dann natürlich wieder ein bisschen die Preise anpassen, na klar. So, und dann haben wir hier eine Fressbude nach der anderen, die wir hier hinbauen können. So, Bison Burger, das passt perfekt. Normale Burger. Dino-Burger, was auch immer. So, zwischendurch mal Getränke. So, dann haben wir noch... Döner. So, dann können wir eine kleine Lücke lassen für Mülleimer.
Das ist vielleicht nicht so verkehrt. So. Und dann geht's weiter mit den nächsten Ständen. Also Donuts. So, dann wollen wir noch... Uiuiuiui. Root Beer. Ja, so Safari-Spielsachen kann man hier auch noch zwischendurch hinpacken. Ich will jetzt auch gar nicht alle Stände da hinhauen. So viel Platz haben wir gar nicht, so viel Kohle haben wir gar nicht, dass wir das wieder reinholen. So, jetzt Hauptsache noch so ein paar Wild-Dinger dann, so Safari-Hüte und so. So, dann gucken wir nochmal, haben wir hier nochmal ganz tolle Sachen irgendwie. Pommes Fritz, nochmal ganz am Ende. Und... Ja, bei den Getränken haben wir vielleicht noch Limo. So, und dann haben wir da erstmal eine schöne Flaniermeile. So, wo die Leute erstmal ihr Geld lassen können. Ja, jetzt muss ich eben nochmal ganz kurz schauen. Also Verkehrswert war ja ganz wichtig. Dann das mit dem Verkaufen und das mit den Gehegeeinnahmen. Ja, da ist natürlich die Frage, sollen wir noch mehr Gehege bauen? Ne? Vielleicht hier vorne in der Mitte nochmal so ein großes oder so Zebras oder irgendwie haben wir hier noch andere Tiere, die hier so reinpassen in das Schema. Ich glaube nämlich nicht. Ja, der Dino-Burger soll angeblich auch nicht passen, ist mir aber ganz egal. Ach, das ist so eins. So, das kommt mal weg. Und dann können wir hier nämlich nochmal das Gatter vergrößern. Dann können wir hier nämlich auch nochmal ein paar mehr Pferde reinbringen. Nochmal ein männliches, ein weibliches, noch ein männliches, noch ein männliches, noch ein männliches und nochmal drei weibliche. Dann bekommen wir auch viele Fohlen. So, und für so viele Tiere ist das natürlich jetzt zu klein. Und auch hier auf off, das ist schon okay. So, und dann werden wir hier vorne nochmal dann das Gehege vergrößern. Meinetwegen auch nach hinten hier, so ein bisschen den Berg hoch, auch wenn die da wahrscheinlich eh nicht hingehen werden. Und dann haben wir hier auch noch Platz für einen richtig, für eine richtig schön große Galerie. Sieht komisch aus. So. Tja, ich weiß gar nicht, was generieren wir denn hier gerade, wenn wir den April mal so laufen lassen, was generieren wir hier eigentlich gerade so an Gehegeeinnahmen, Bahntickets, Besuchergaleriekarten, das wird es wahrscheinlich sein, 100, das ist ja jetzt noch nicht so heftig. Oh, Elefantenschutzwoche. Och nee, oder? Elefantenrat möchte sein Image aufpolieren. Wenn sie innerhalb von 3 Monaten 100 Elefantenballons und 100 Elefantenohren verkaufen,
könnten, würden wir einen enormen Publicity-Schub bekommen. Diese Gegenstände werden am Safari-Hut und Safari-Spielsachenstand verkauft. Also Elefantenohren und Elefantenballons. Da würde ich sagen, die können wir ja ein bisschen günstiger machen. Um hier zu schummeln. Hier Aktion für 95 Cent. Und hier auch. Meinetwegen sogar für 70 Cent. Ja, und ich würde fast sagen, dass wir hier dann auch nochmal ein zweites Gehege hinbauen. Ansonsten sieht es ja erstmal vernünftig aus. Wir haben ja hier durch unsere Bahn auch super gute Einnahmequellen. Und nächste Folge bauen wir hier dann nochmal hier vorne so ein bisschen in die Mitte. Ja, hier können wir natürlich auch so kleine andere Bahnen noch hinbauen. Da können wir mal gucken, was gibt's denn da. Fliegender Teppich kommt immer gut an. Kettenkarussell vielleicht sogar auch. Roboterarm ist immer super. Und der Rest ist nicht so der Hit. Und dann werden wir hier nochmal ein schön großes Gehege bauen. Da können wir mal gucken, irgendwie so Zebras oder so. Halt jetzt keine arg typisch untypischen Sachen. Also ich will hier jetzt keine Löwen in den wilden Westen holen oder sowas. Sondern wirklich Tiere, die hier so halbwegs hinpassen. Und ja, es wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Nächste Folge geht's hier weiter. Macht's gut, bis dann.